Die Rheintalbahn bei Rastatt. Die 150 Jahre alte Strecke zwischen Karlsruhe und Basel ist mit täglich mehr als 250 Zügen des Nah-, Fern- und Güterverkehrs stark ausgelastet. Mit dem viergleisigen Ausbau der 182 Kilometer langen Verbindung wird ein Nadelöhr des überregionalen und internationalen Schienenverkehrs beseitigt. Die Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel gilt als Herzstück des wichtigsten europäischen Güterkorridors Mitteleuropas und ist Teil der Route, die sich von Rotterdam über Köln, Basel, Mailand bis nach Genua erstreckt. Mit dem Aus- und Neubau erreicht die Bahn drei wichtige Ziele. Die Trennung von langsamen und schnellen Zügen erlaubt Spitzengeschwindigkeiten von 250 km pro Stunde für den Personenfernverkehr. Die Fahrpläne im Regionalverkehr können attraktiver gestaltet werden. Das bedeutet erhebliche Verbesserungen von Reisezeit und Komfort für die Reisenden. So verkürzt sich zum Beispiel die Reisezeit zwischen Karlsruhe und Basel auf 69 Minuten, eine halbe Stunde weniger als heute. Die Kapazität des Güterverkehrs wird gesteigert und kann der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung der europäischen Magistrale angepasst werden. In Rastatt werden die neuen Hochgeschwindigkeitsgleise in zwei eingleisigen Tunnelröhren unter der Stadt durchgeführt. Die Zulaufstrecken im Norden und Süden des Tunnels verlaufen in einem Trog. Die Verlegung des Fern- und Güterverkehrs in den neuen Tunnel bedeutet auch eine Steigerung der Lebensqualität für die Bürger von Rastatt. Neben einer merklichen Lärmreduzierung kann zukünftig auch der Nahverkehr deutlich attraktiver gestaltet werden. Die beiden je 4.270 Meter langen Röhren sind das zweitgrößte Tunnelbauwerk auf der Aus- und Neubaustrecke. Das Bauwerk beginnt im Norden mit einer rund 800 Meter langen Grundwasserwanne östlich von Oettichheim. Im Anschluss unterquert der Tunnel die Federbach-Niederung und das Stadtgebiet Rastatt. Im Bereich Niederbühl schließt der Tunnel mit einer rund einem Kilometer langen Grundwasserwanne ab. Als Bauherr hat die Deutsche Bahn den Bau mit einem Gesamtvolumen von ca. 312 Millionen Euro an eine Arbeitsgemeinschaft mit den Firmen Züblin und Hochtief Solutions, die Arge Tunnel Rastatt, vergeben. Im Frühjahr 2015 begann die Arge Tunnel Rastatt mit der Einrichtung der Baustelle im Bereich des Trogs Nord bei Oettichheim. Nach einer 800 Meter langen Trogstrecke startet hier der Tunnelbau mit einem 45 Meter langen Abschnitt in offener Bauweise. Aufgrund der Bodenverhältnisse und des hohen Grundwasserspiegels im Bereich der Stadt Rastatt kommt für den ca. 4 Kilometer langen Hauptteil des Tunnels nur eine geschlossene Bauweise mit zwei Tunnelvortriebsmaschinen in Frage. Wir befinden uns hier im Trog Nord der Tunnelbaustelle Rastatt. Der Trog hat eine Gesamtlänge von 800 Meter. An der tiefsten Stelle ist er 18 Meter. In diesem Trog werden später zwei Tunnelbohrmaschinen aufgebaut mit einem Durchmesser von 11 Metern. Beide Maschinen sind ca. 85 Meter lang und sollen im Frühjahr 2016 starten. Allein die Baustelle Nord umfasst ca. 100.000 Quadratmeter. Neben dem Baubürokomplex und dem Infocenter der Deutschen Bahn wurden eigene Separationsanlagen aufgebaut. Hier werden die über 700.000 Kubikmeter Ausbruch recycelt, die beim Vortrieb der beiden Tunnelvortriebsmaschinen anfallen. An der Süd- und Nordbaustelle wurden Abwasseraufbereitungsanlagen errichtet, in denen das gesamte auf den Baustellen verwendete Wasser gereinigt wird. So wird nur sauberes Wasser wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Für die Erstellung der Tröge Süd und Nord wurden rund 37.000 Quadratmeter Spundwände mit einem Gesamtgewicht von annähernd 10.000 Tonnen in den Boden gerammt. Die Spundwände wurden mit ca. 2.000 Bodenankern gesichert, die bis zu 35 Meter in das Erdreich gebohrt wurden. Wegen des anstehenden Grundwasserstandes musste das Trogbauwerk unter Wasser ausgehoben werden. Danach wurde eine 1 Meter starke rückverankerte Sohle unter Wasser betoniert. Dafür waren bis zu 20 Industrietaucher im Einsatz. Erst danach konnte das Wasser gelenzt und die Bewehrung für die 1 bis 2,5 Meter starken Betonbodenplatten eingebracht werden. In den beiden Trögen und dem Tunnel in offener Bauweise wurden ca. 140.000 Kubikmeter Beton verbaut. Neben den beiden Hauptbaustellen am Nord- und Südportal des künftigen Tunnels gibt es auch über das Stadtgebiet von Rastatt verteilt mehrere kleine Baustellen, die für die Vorbereitung des Vortriebs und die Wartung der beiden Tunnelvortriebsmaschinen unerlässlich sind.
Dazu zählen auch die beiden Bereiche, in denen das Erdreich durch Vereisung verfestigt werden muss. Die Vereisung findet an zwei problematischen Stellen statt. Einmal bei der Federbachaue, wo wir nur eine sehr geringe Überdeckung haben. Die zweite findet im südlicheren Teil der Baumaßnahme statt, bei der Unterquerung der Rheintalbahn, wo eine der meistbefahrenen Strecken Deutschlands in minimalen Abstand unterfahren werden muss. Mit einer großflächigen Messpunktüberwachung der Schienen wird jede Veränderung im Gleisbett sofort registriert. Bei der Vereisung wird der Boden bereits einen Monat, bevor die Tunnelvortriebsmaschinen die Stelle unterfahren, mit einer wässrigen Salzsohle unter dem Gefrierpunkt abgekühlt und so verfestigt. Anschließend tauen die Eiskörper rückstandslos ab. Deswegen ist das Verfahren besonders umweltschonend. Der Natur- und Umweltschutz ist uns ein wichtiges Anliegen und somit auch bei allen Großprojekten der Deutschen Bahn fest in die Planung integriert. So wurden auch rund um die Tunnelbaustelle in Rastatt zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Fauna und Flora zu schützen. So wurden zum Beispiel Fledermäuse und Eidechsen für die Zeit der Baumaßnahme umgesiedelt, zahlreiche Schutzzäune für Tiere aufgestellt und ein Stück des Federbachs zum Schutz vor der Vereisung in isolierte Rohre verlegt. Mit dem Eintreffen der Bauteile für die erste Tunnelvortriebsmaschine startet der Countdown für die dreimonatige Montage vor Ort. Der Vortrieb startet in der Oströhre im Frühjahr 2016 und endet im Herbst 2017 mit dem Durchschlag der Weströhre im Süden von Rastatt. Nachdem auch die Verbindungsbauwerke Mitte 2018 fertiggestellt sind, beginnt der Innenausbau der beiden Tunnelröhren. Und 2022 befahren dann die ersten Züge den neuen hochmodernen Tunnel Rastatt.